wie gesagt, ich darf so heißen, weil IBIMS der SEV und ja, ne? Die darf das. Haben sie ja, wenn ich das richtig weiß, auch auf dem Wuppertal SEV gemacht in den Osterferien. Dass sie dann da wirklich mit einem vollen NG mit 100 über die Autobahn gefahren sind. Was auch so wie überfraglich ist. Ich meine, meiner ist jetzt hier so gut wie gar nicht voll und ich fahre nur 80, in Anführungszeichen, für Landstraße, aber mit 100 über der Autobahn und einem vollen, komplett vollen Bus, also wirklich proppenvoll. Gewagt, gewagt. Hey. So, jetzt hier nicht links auf die Busspur, sondern diese extra Spur, sondern hier quasi geradeaus. Mal Warnblinker rein. Was macht ihr euch denn ins Hemd? Das Haltestellenschild touchiert, ah. Gut, es steht etwas nah dran. Aber hey, so. Hinten Türen zu. Ich bin die 19. Heute fährt die 19 bis nach Riestum. Plus 0. Ich sitze etwas hin. Weit hinten. 47 am nächsten Bahnhof dann. So. Direkt grün, ne? What the service? Alter. Ey, eine Busspur für mich alleine. Ich glaube, um die Zeit fährt noch gar kein anderer Bus. Schade, schade. Fahrt 30. Ah, die sind mit 30 schon etwas sportlich. Aber hey. Boah, der. Okay. Ist ja nur einer gewesen. Ja, das wird noch gelb. War noch gelb. Oje, oje. Mensch, da wird doch schon wieder direkt grün. Das ist wunderschön. Schöne Sache, du. Sind hier. Ich finde das hier zum Beispiel echt cool gemacht, also mit den Lampen oben.
Richtig abends in der Nacht bin ich das hier tatsächlich noch gar nicht gefahren. Oder nicht direkt so, so, ne? Weißt du Bescheid? Schätzelein. Ja, da vorne ist gerade rot geworden. Ja, das ist tatsächlich immer so an der Stelle. Auch abends. Hier vorne jemand aussteigen. Jetzt mache ich mal eben hier vorne die Luke auf, deswegen ist irgendwas uns quasi hier hält. Ja, das Wetter in Nürnberg, wie viel Grad sind denn draußen? 14, im Bus sind 17. Ah, komm. Nee, dann doch lieber zulassen. Müssen wir halt die Feststellbremse ziehen. Ich würde das als Fahrer tatsächlich echt ankotzen. Wenn ich jetzt hier keine Haltestellenbremse habe. Weil wir da vielleicht auch etwas verwöhnt sind. Sehr netter Sound, so. Könnten wir dann mal langsam, aber sicher grün bekommen. Wunderschön. Jetzt wird wieder rot. Das ist klar. Na klar. Ah, ein neutral rollt er nicht. Na schön. Nehmen wir einfach einen Gang raus. So einfach kann das gehen, du. Alter, nicht mehr feierlich. Ich glaube, ich gehe nach dieser Aufnahme ins Bett. Es wäre vielleicht angebracht. Aufgrund des dauerhaften Gehens hier. Kommen Sie ran. Wollten tatsächlich welche aussteigen. Hallo. Hallo. Okay, die Tür bleibt irgendwie nicht lange noch offen. Wenn ich die Türfreigabe schon rausnehme, dann... Oder die Weife haben die hier viele Klappfenster. Oh ne, das sind keine Klappfenster, das sind Schiebefenster. Sehr interessant. Nadine, die Stadt gehört dir. Echt? Das ist ja toll. Ah, plus 1, wunderschön. Das ist doch vollkommen okay. Plus 1 soll man nicht meckern, ne? So, Dora Dreh.
Dann geht es rein nach Laurensbach quasi. Ins Stadtzentrum. Heizen. Es wird geheizt. Heizen ZZZF. So. Oh. Um sie nicht abstürzen. Danke. Es neigt auch gerne mal zum Absturz. So. Oh, da kommt ein Gegenkurs aus dem SEV. Von Langen. Moin. Im Solaris. Ah. Okay, das habe ich zu spät gesehen. Da habe ich leider nicht ganz drauf geachtet. Das ist mein Fehler. Entschuldigung. Gebe ich auch offen zu. Ist ja jetzt auch nichts Schlimmes oder so. Fehler passieren, nobody's perfect. Schon gar nicht ich. So. Lidl. Ich wollte gerade sagen, Lidl wohnt nebenan, aber ja, es war ja Penny. Schauen wir, fahren mal ein bisschen hier auf der linken Spur. Also die Anwohner, die werden sich wahrscheinlich freuen hier. Übrigens links, ne? Hier ganz an den ganzen Häuserblocks. Da eben, ne? Das sind alles solche Spätaufsteher, ne? Und hier rechts, so die Leute, die ganzen Leute, die zur Frühschicht um 5 Uhr gerufen werden oder so. Stehen gerade auf. Ah, hier links jetzt aber doch auch noch ein paar mehr. Hier wieder die langen Schläfer. Aber es ist cool, dass das in Omsi so quasi, ich nenne es mal dynamisch ist. Das kannst du ja tatsächlich einstellen, was für eine Art Gebäude es ist. Dann dementsprechend die Lichteinstellung für jedes Haus variiert. Die Lichteinstellung für jedes Haus. Gebäude, beziehungsweise halt Gebäude, ja. Schrägstrich Objekt. Also auch so Lampen und so. Ja, damit zu. Meine Damen und Herren, der nächste Halt, Laurensbach Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den Zug der Linie RB19. Zur Weiterfahrt in Richtung Aachen Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, dass der Schienenersatzverkehr in Laurensbach Hauptbahnhof endet. Wir bitten Sie, in die Züge der Bahn umzusteigen. Der RB19, die ab hier planmäßig bis Aachen Hauptbahnhof verkehrt. Ich wiederhole nochmal, dieser Bus endet in Laurensbach Hauptbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zur Weiterfahrt bitte die Züge der RB19 nutzen. So. Huch. Was ist denn das? Oh. Ein wenig komisch.
Warum haben wir jetzt hier so komische Texturbugs? Also ich weiß, dass hier mit dieser komischen Asphalttextur gemalt wurde. Weshalb das hier quasi auch andere Bodentexturen sind, guck mal. Ja, hier blitze immer mal wieder die Asphalttextur durch. Guck mal, und hier auf der Kachel zum Beispiel geht das wieder mit der Asphalttextur. Oh, da fährt gerade ein Zug. Ist glaube ich nicht die RB19. Huch, als ob hier jetzt alle vorne aussteigen. Nur mal kurz die Türe aufgemacht, weil ich wissen wollte, wie eine Ampel aber. Was flackert hier? Vielleicht eine RB19 aus der Gegenrichtung, die jetzt in die Abstellung fährt, wer weiß. Ich kann leider nicht sehen, ob wir grün oder rot haben. Daher verlasse ich mich mal auf den, der neben mir steht. Ja, etwas weit durchgefahren. Aber hey. Steht ein Gelenkbus auf einer ALX? Was? Warum spacken denn die Bodentexturen nicht so rum? Das nervt irgendwie minimal. Die gerade einen Zug ein? Nee. Nur schon wieder irgendwelche Züge aus. Nach Aachen soll es ja in diese Richtung gehen quasi. Daher. Das ist vom Prinzip her eigentlich nicht wichtig. So, Motor aus, erste Türe auf. Wow. Keine Ahnung, was hier mit den Texturen kaputt ist. Machen mal. Ah, Pause sieht irgendwie scheiße aus. Nicht einsteigen. Und lassen wir mal das drin. Tja, damit würde ich sagen, war's das. Ich verabschiede mich von euch. Ich gehe jetzt, denke ich, mal schlafen. Ist schon spät. Und ja, sage bis tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja. Ne? Bis dann, tschüss.